es kam ja ursprünglich eben aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Beobachtung heraus. Ich habe autodidaktisch anders gelernt. Ich habe erst ein Interesse, eine Motivation für etwas entwickelt, habe spielerisch mich daran gewagt, das machen ja Kinder und Jugendliche sowieso noch viel eher als Erwachsene, habe dann rumgespielt mit dem Computer, ein bisschen programmiert schon, ohne so richtig zu wissen, was ich da tue, aber schon Resultate geschaffen und mich dann eigentlich erst über die nächsten Wochen, Monate und Jahre tiefer auch mit der theoretischen Materie beschäftigt. Und ich glaube, so lernen wir natürlich, wenn wir wirklich Bock haben, auch auf uns was zu erschließen. Und unser Bildungssystem stellt das auf den Kopf. Es sagt eigentlich immer, hier sind die Grundlagen, hier ist die Theorie. Erstmal Binärsystem lernen, damit du dann irgendwie 5 Jahre später vielleicht mal programmieren kannst. Und das ist halt in meinen Augen totaler Unfug, denn es sorgt dafür, dass wir in dem Moment das gar nicht richtig verorten können im Gehirn, nicht sinnvoll wegspeichern können, ist spätestens nach der Klausur fast alles wieder vergessen und es uns dann eigentlich gar nichts gebracht hat. Und wir versuchen das eben bei uns andersrum zu machen, indem wir ein konsequent projektbasiertes Studium haben, wo die Studierenden die ganze Zeit an Praxisprojekten lernen und arbeiten, auch immer in interdisziplinären Teams und das theoretische Wissen dann dazu vermittelt wird. Verstanden. Und ich glaube, so muss es auch an Schulen sein. Vor allem müssen eben die Fächergrenzen dann auch weichen. Also ja. Du solltest beispielsweise ein bestimmtes Thema nehmen und das dann eben aus biologischer Sicht, aus mathematischer Sicht, aus geschichtlicher Sicht und so weiter betrachten, weil das ist ja die Welt und die Realität, in der wir leben. Und deswegen glaube ich, in der Schule müsste sich vor allem, also ich will mich da gar nicht immer so sehr nur auf diese kleinen Diskussionen einlassen mit, brauchen wir jetzt demnächst iPads und Laptops ja, in Schulen, okay. Das ist das eine, sondern ich glaube, wir müssen uns eher überlegen, ist das gesamte didaktische Modell in Schulen nicht echt stark überholungswürdig?